Corona beschäftigt uns derzeit alle. Als Gewerkschaften suchen wir nach Antworten, wie es jetzt und danach weitergeht. Fest steht, dass wir die aktuellen Probleme nur gemeinsam lösen können. Und Covid-19 ist nicht die einzige Krise, die uns Menschen betrifft. 2019 demonstrierten weltweit junge Menschen und warnten eindringlich vor dem Klimawandel und seinen Folgen. Doch was ist eigentlich Klimawandel? Man spricht dann von einem Klimawandel, wenn sich über einen Zeitraum von 30 Jahren das durchschnittliche Wetter, die Temperatur und die Lebensbedingungen verändern. Das Wetter betrachtet einen kurzen Zeitraum weniger Stunden oder Tage. Das Klima allerdings einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren. Wenn sich also in einer 30-jährigen Zeitspanne das durchschnittliche Wetter, die Temperatur und die Lebensbedingungen verändern, spricht man vom Klimawandel. Der aktuelle Klimawandel wird über Treibhausgase, die auch durch den Menschen verursacht werden, unnatürlich beschleunigt. Die bekanntesten Treibhausgase sind Kohlenstoffdioxid, Stickstoffmonoxid, Methan und die bereits verbotenen Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Je mehr Treibhausgase in der Atmosphäre, desto wärmer ist es auf der Erde. Über die letzten mehr als 100 Jahre wurden immer mehr dieser Treibhausgase in die Atmosphäre ausgestoßen. Diese beschleunigen den Klimawandel und führen zu massiven Problemen auf dem gesamten Erdball. Der Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur löst Prozesse aus, die das Klima nachhaltig negativ verändern. Wüstengebiete breiten sich immer weiter aus. Gletscher schmelzen. Der Salzgehalt der Meere sinkt. Der Meeresspiegel steigt. Ergebnis: Ganze Landstriche werden unbewohnbar. Millionen Menschen weltweit verlieren durch den Klimawandel ihre Lebensgrundlage. Tierarten sterben aus. Diese Veränderungen bewirken einen weiteren Temperaturanstieg. Es kommt zu einer Kettenreaktion. Deshalb sprechen viele von der drohenden Klimakatastrophe. Doch die Probleme sind bekannt. Schon auf der Klimakonferenz 2015 in Paris hat sich die gesamte Weltgemeinschaft auf einen Klimavertrag geeinigt, welcher alle zum Handeln verpflichtet. Das Ziel: die durchschnittliche Erwärmung unter 2 Grad halten. Das ist auch ein Thema für Gewerkschaften. Denn die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann und wie ein Umbau der Wirtschaft erfolgt, um den weltweiten Temperaturanstieg zu begrenzen. Das hat auch starke Auswirkungen auf unsere Gewerkschaftsmitglieder der unterschiedlichen Branchen. Das lässt sich gut am Beispiel Bergbau darstellen. Was sollen die Kumpel in Zukunft machen? Ganze Regionen mit Zulieferern, Handwerkern, Einzelhandel und Dienstleistungsbetrieben haben hier zugearbeitet. Die Freizeit- und Tourismusbranche, weltweit einer der größten Arbeitgeber und für viele Regionen der wichtigste Wirtschaftszweig, ist stark betroffen. Auch die Energie- und Wasserversorgung, Lebensmittel- und Landwirtschaft und Verkehr kann es hart treffen. Doch Klimaschutz kann Arbeitsplätze schaffen. Auch deshalb warten die Gewerkschaften nicht, bis Wirtschaft und Politik Antworten gefunden haben. Wir arbeiten an Lösungen mit, haben Antworten und Forderungen. Das gewerkschaftliche Prinzip der Just Transition ist so wichtig, dass es auch 2015 im Pariser Klimaabkommen aufgenommen worden ist. Das heißt, ein Wandel kann nur dann erfolgreich sein, wenn man die Menschen mitnimmt und den Wandel sozial gerecht gestaltet. Wir fordern deshalb Investitionsprogramme für Regionen, die besonders betroffen sind. Möglichkeiten zur Weiterbildung für Beschäftigte, Angebote für einen früheren Renteneinstieg, Umschulungsprogramme und Finanzierungen, beispielsweise zur Sanierung von Wohnhäusern. Auf einem toten Planeten gibt es keine Jobs. Und ein Wandel ist nur möglich, wenn er sozial gerecht ist. Dafür setzen wir uns ein.